Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit war ein Mann krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria ist die, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar abgetrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger entgegneten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du gehst wieder dorthin? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt: Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war. Denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus, Zwilling, zu den anderen Jüngern: Dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Maria sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm, denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen. Er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat,
hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Dann nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Das Problem mit unserem Glauben ist, dass wir die Dinge so oft gehört haben, dass sie uns wenig sagen. Aber stellt euch mal vor, das passiert bei einer Beerdigung. Du gehst auf eine Beerdigung, der Sarg steht da, oder vielleicht möchte man den Sarg gerade ins Grab lassen und dann kommt jemand und sagt: Moment, mach den Sarg auf. Stell dir mal vor, was das bedeutet unter den Menschen. Aber so müssen wir uns diese Szene auch vorstellen im Evangelium. Für uns, wir gehen da oft so drüber über diese Dinge und sie sagen uns wenig. In Wirklichkeit ist das so beeindruckend, was hier passiert, was hier geschieht. Und es wird ja alles so handgreiflich dargestellt. Herr, er riecht schon, es ist schon der vierte Tag, dass er im Grab ist. Lazarus ist gestorben, er ist schon 4 Tage tot. Der Verwesungsprozess hat schon eingesetzt. Und Jesus sagt: Lazarus, komm heraus. Unglaublich, wahnsinnig, verrückt. Eines, was im ganzen Evangelium auffällt und was wir auch in der Lesung, in der ersten Lesung gelesen haben, ist, Jesus sucht etwas Tieferes in uns Menschen als nur das äußere Materielle. Dass er Lazarus auferweckt, ist beeindruckend, aber es ist nicht das Wichtige. Lazarus stirbt nämlich wieder. Aber was Jesus immer wieder tut, ist sehr beeindruckend und faszinierend und das kann uns auch etwas sagen für unser Leben. Schaut mal, Jesus weiß, dass Lazarus stirbt. Und was tut er? Er bleibt extra noch 2 Tage irgendwo anders, damit Lazarus stirbt. Und wir sagen, wie kann man so handeln, wenn das sein Freund ist? Aber Jesus sucht etwas Tieferes. Er kommt nach Bethanien. Die Jünger verstehen übrigens schon wieder mal gar nichts. Ja, Thomas sagt dann: Lass uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Der meint, jetzt geht Jesus dahin, damit sie alle sterben müssen. Die anderen meinen, der Lazarus schläft nur, ja, dann wird er ja gesund werden. Also die Apostel, die peilen meistens ziemlich wenig. Ja, also wenn ihr mal das Evangelium lest und wirklich schaut, die verstehen Jesus oft nicht. Und warum verstehen sie ihn nicht? Weil Jesus was Tieferes sucht. Und das sehen sie noch nicht. Das müssen sie langsam lernen und wir auch. Also, nochmal, Jesus wartet 2 Tage, Lazarus stirbt, dann kommt er und dann ist dieses Gespräch mit Martha. Sehr interessant. Martha läuft ihm entgegen und Jesus spricht mit ihr und sie sagt: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder gestorben. Jesus weiß ganz genau, ich bin weggeblieben, damit er stirbt. Und dann sagt er etwas,
Was sehr interessant ist, dass dieser Tod zur Verherrlichung Gottes dient. Das haben wir schon mal gesehen bei den Blinden. Diese Krankheit dient der Verherrlichung Gottes. Die schlimmen Dinge im Leben, die da sind, sind nicht von Gott gewollt. Aber wenn wir sie mit Gott leben, dann dienen sie oft seiner Verherrlichung. Und jetzt kommt es, was Jesus sucht. Martha sagte, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Und Jesus sucht etwas Tieferes. Er sagt, Martha, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Glaubst du das? Und sie sagt, ja, ich glaube. Ich glaube, dass du der Messias bist. Jesus sucht in uns Menschen unseren Glauben. Er möchte durch die verschiedenen Umstände unseren Glauben erwecken. Wenn ihr keine Wunder seht, so haben wir vor ein paar Tagen gelesen, dann glaubt ihr nicht. Und hier wieder, glaubst du das? Warum sucht er den Glauben? Wir können weitergehen. Die nächste Szene mit Maria. Auch Maria kommt und sagt, Herr, wärst du da gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus geht hin zum Grab und dann spricht er diese Sätze. Vater, ich wusste, dass du mich immer hörst, aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt. Denn sie sollen glauben. Glauben, dass du mich gesandt hast. Warum dieser Glaube? Was hat es mit diesem Glauben an sich? Jesus sucht vor allem unseren Glauben. All die Wunder, die er tut. Die Dämonen, die er austreibt, die Toten, die er auferweckt, wie er übers Wasser geht, soll immer unseren Glauben erwecken. Weil Glaube bedeutet, Gott, ich vertraue dir. Ich glaube an dich heißt, ich vertraue dir. Wenn wir zu jemandem sagen, ich glaube dir, bedeutet es ja immer zweierlei. Das bedeutet, ich glaube dir, was du sagst, das kann ich ja selber nicht nachprüfen, das glaube ich dir. Aber ich glaube nicht nur, was du sagst, sondern ich glaube auch dir als Person. Ich vertraue dir als Person. Jesus möchte unseren Glauben an Gott erwecken, weil er will, dass wir dem Vater vertrauen. Denn in diesem Vertrauen liegt Verbindung. In diesem Vertrauen liegt Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, zwischen dem Vater und dem Kind. Und um das geht es in unserem ganzen Glauben. Liebe Leute, das ist etwas, was wir so schwer verstehen. In unserem ganzen Glauben. Das ganze Glaubensgebäude, die ganze Kirche, die ganze katholische Kirche mit allem, was sie ist und hat und alle christlichen Kirchen haben nur einen Sinn und ein Ziel. Damit Gott und Mensch wieder zueinander finden. Warum? Weil diese Beziehung zwischen Gott und Mensch durch die Sünde zerbrochen wurde. Und Jesus kommt, um diese Beziehung wiederherzustellen. Jesus kommt nicht, um eine Welt zu machen, die perfekte Regeln einhält. Jesus kommt nicht einfach, um seine Macht zu zeigen. Er sagt, ich tue das für dich. Ich sage das, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wenn wir an Jesus glauben und ihm vertrauen, dann wird eine Beziehung zwischen ihm und uns Wirklichkeit. Wenn wir an Gott glauben, dann wird eine Beziehung zwischen ihm und uns Wirklichkeit. Und wir alle sehnen uns zutiefst, jeder Mensch auf der ganzen Welt sehnt sich zutiefst nach Beziehung. Dieses Wunder von Lazarus ist natürlich auch ein Vorausblick auf die Auferstehung Jesu. Und deshalb lesen wir das heute. Aber der tiefste Sinn, auch der tiefste Sinn des Leidens und der Auferstehung von Jesus ist, die Sünde zu besiegen, Satan in seine Schranken zu verweisen und die Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen. Ich möchte euch einladen, dass ihr viel, viel Vertrauen auf Gott habt. Dass ihr Gott wie Kinder vertraut, dass ihr ihm vertraut, wenn ihr Gutes tut, dass ihr ihm vertraut, wenn ihr Schlechtes getan habt, dass ihr ihm vertraut, wenn ihr einsam seid und dass ihr ihm vertraut, wenn es euch gut geht, dass ihr ihm vertraut in einer Zeit, die schwierig ist wie unsere Zeit und dass ihr ihm vertraut in Zeiten, wo alles leicht vorangeht. Vertrauen bedeutet Beziehung. Leben wir Christen immer mehr in dieser vertrauten Beziehung zu Gott? Das bedeutet Glauben. Fest für wahr halten, das stimmt, was Jesus uns sagt und zeigt.
Und das wird unser Herz so verändern. Es wird unserem Herzen so viel Frieden schenken. Es wird unserem Inneren so eine Freude schenken, weil wir in einer Liebesbeziehung stehen. Es wird unserem Herzen so viel Kraft und Energie schenken, das Ganze weiterzugeben. Es wird uns zu Aposteln und zu Zeugen dieses Glaubens machen, aber mit einer inneren Freude und Dynamik, die nur der Glaube geben kann. Ich habe es gesagt, denn sie sollen glauben. Glaube, Vertrauen, Beziehung zum Vater, die Botschaft von heute. Amen.